Mein Name ist Bettina Wagner-Bergelt, ich bin Intendantin des Tanztheater Wuppertal Pina Bausch und wir haben das Glück, dass wir jetzt hier in Ludwigsburg im Forum am Schlosspark zu einem Gastspiel eingeladen sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen in einer bestimmten Phase seid, nicht unsere Kernfestivalzeit, sondern wir haben jetzt quasi diese Woche drangehängt, um dieses Gastspiel zu ermöglichen mit Kontaktwurf. Eine Produktion, die natürlich in einer Zeit, die wir hinter uns haben, wo wir sehr wenig Kontakt haben, ist dieser Titel ein besonderes. Was bedeutet für dich dieses Werk, auch gerade jetzt in dieser Zeit hier wieder aufzunehmen? Ich glaube, nach 6 Jahren habt ihr es jetzt nicht mehr gespielt. 78 war die Uraufführung. Genau. Es ist eins der wichtigen Stücke aus den 70er Jahren und ich habe ja während meiner drei Spielzeiten hier einen besonderen Fokus auf die 70er Jahre gelegt, weil ich denke, dass das für Pina eben die Zeit war, in der sie nach einer neuen Form gesucht hat. Und insofern gehört Kontaktwurf dazu und ich denke, dass ihr da schon eine neue Form gelungen ist, dass das wirklich schon ein Stück ist, wo sie auf der Höhe ihrer Zeit und ihrer Ästhetik war. Es ist ein Stück, das auch ein bisschen ein Signaturstück ist, glaube ich, vielleicht ähnlich wie Sacre für die Kompanie, ist übrigens auch ein 70er-Jahres-Stück, ne, was vielleicht auch bezeichnend ist. Das war einfach eine... Sieben Todsünden gehört auch dazu, haben wir auch aufgenommen vor 1,5 Jahren. Dann gehört noch dazu Macbeth natürlich, diese riesige Skandalgeschichte in Bochum, ne, und natürlich auch Blaubart, was auch einfach ein wichtiges Stück ist. Und ich glaube, dieser ganze Zyklus ist, ist auch für die Zuschauer toll, weil man da nochmal sieht, was sie eigentlich in den 70er Jahren alles verändert hat an der Sicht auf den Tanz. Und Kontakthof ist ein Stück, ja, es geht eben um Kontakt, es geht um Menschen, die versuchen, einen Kontakt anzubahnen mit dem anderen Geschlecht in der Regel. Kontakthof ist ein Begriff eigentlich aus dem Bordell. Es ist aber auch ein Begriff aus der Geologie. Es ist nämlich genauso ein Zwischenbereich, wo Dinge zusammenkommen. Ein Zwischenraum? Ja, so ein Zwischenraum, in dem... Ein Begegnungsraum auch. Genau. Und das ist auch Anbahnung von Beziehungen. Ganz genau. Es ist ein Anbahnungsraum und das versuchen eben alle, und es ist immer Pinas Thema, alle laufen durch die Welt mit einer großen Sehnsucht nach Liebe und nach Erfüllung und nach einem Partner und nach Liebe und Verständnis und scheitern in der Regel daran und müssen das dann eben schmerzlich erkennen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was man auch in 20 Jahren noch spielen kann. Also das ist einfach ein Thema, was uns alle noch betrifft. Und ja, es ist so ein Archetypus eigentlich, mit dem die Menschen sich noch bis ans Ende herumschlagen werden. Und ja, und immer mit wechselndem Erfolg natürlich. Ja. Und Pina war darin eine Meisterin, auszuloten, wie Beziehungen eigentlich funktionieren, auf wie vielen Ebenen und das sehr subtil auszuleuchten. Und ich glaube, da ist Kontakthof einfach ein wunderbares Beispiel dafür. Ja, für mich ist es eine ganz, ganz große Freude, dass ihr mit dieser Produktion jetzt hier seid. Weil aus den Gründen, die du erwähnt hast, aber weil es auch in unsere Zeit passt, weil es ganz viele Dinge reflektiert. Unsere Sehnsucht nach Nähe kommt hier wirklich buchstäblich in einem Ensemblestück auf. Das ist eben für mich an diesem Werk ganz toll. Diese Gruppe, willst du uns mal sagen, wie groß das Ensemble ist? Ich glaube, ich habe es jetzt gar nicht durchgezählt, aber ich glaube, es sind 24 Tänzer, ist eines der größten. Und verschiedene Generationen? Und auch verschiedene Generationen, es sind noch 5 aus der ersten Generation da, also Michael Strecker, Eddie und Andrei Berezin und Nayeon Kim und also eine ganze kleine Gruppe, die einfach gesagt hat, doch, wir machen das noch, wir wollen da noch dabei sein. Und dann die Jungen, die jetzt zunehmend natürlich in die Rollen hineinwachsen. Und ich muss sagen, wir haben ja Vollmond, dass wir bei dir auch spielen wollten, jetzt in Petersburg gespielt. Und da war es schon so, dass die Jungen wirklich im Schwarm mitgeschwommen sind und man nicht mehr gemerkt hat, dass sie neu sind oder dass sie jünger sind, sondern ich meine, wir vergessen immer gerade, wenn es um die 70er Jahre geht, da waren alle jung. Da waren auch diejenigen, die jetzt in den 50er und in den 60ern sind, waren jung. Das ist, Pina hat tatsächlich mit jungen Tänzern gearbeitet. Die hatte kein Ensemble für ältere Tänzer oder für gemischte, altersgemischte Gruppe, sondern die hat mit jungen Tänzern gearbeitet am Anfang. Und das ist sehr schön zu sehen, wie das jetzt zusammenpasst. Und gerade dieses Stück
ist ja eines, das ist ein Thema, da geht es nicht nur um junge Leute, da geht es eben auch um Alte und da geht es auch um Paare, wo vielleicht die Frau älter ist und der Mann jünger. Mhm. Da geht es um jede Möglichkeit. Und das wissen wir ja auch wirklich auch aus der Realität, dass das zunehmend passieren kann. Und ich glaube, gerade dieser Kontakthof ist ja so, wie du eben gesagt hast, ein Zwischenraum in vieler Hinsicht. So ein Niemandsland auch irgendwo, wo nichts klar ist, wo es so Rituale gibt, die man versucht einzuhalten, aber natürlich die spannenden Dinge passieren dann, wenn die Rituale aufgebrochen werden, genau. Und man was anderes macht. Und das macht sie eben in diesem Stück fantastisch, wie die Atmosphären immer wieder wechselt, die Annäherung dann zu einem Kampf wird und aus einer Zärtlichkeit dann letztlich ein gewalttätiger Angriff auf den anderen. Und diese Mischung und diese fantastische Art, wie sie das zusammenbaut und man wirklich immer wieder überrascht ist, auch von diesen Situationen, wie das umschlägt. Das ist einfach meisterhaft gemacht, glaube ich. Und die Musik spielt eine sehr große Rolle. Man hört eigentlich die ganze Zeit natürlich Tanzmusik, Tango, ja. Lieder. Ja. Willst du uns vielleicht was über diesen musikalischen roten Faden, den Pina Bausch damals gewählt hat, erzählen? Und ihr habt es ja sehr stark reflektiert auch, was da eigentlich in der Musik drin liegt, also auch Entspannung. Pina hat ja ganz viel, ganz häufig, die hatte ein großes Faible, glaube ich, wirklich für diese Unterhaltungsmusik. Mhm. Und sie hat auch mit dieser Unterhaltungsmusik immer ein Stück Geschichte transportiert oder eine Atmosphäre beschrieben. Den Subtext eigentlich. Ja. Ja. Ich darf nie sagen, Pina hat das so gemacht, sondern ich muss immer sagen, ich empfinde das so. Das ist auch so. Natürlich wissen wir nicht, warum sie das gemacht hat. Mhm. Was wir sehen können, ist, da ist ein Kunstwerk auf der Bühne und ich kann sagen, wie ich das empfinde. Und ich empfinde es tatsächlich so, dass sie diese Schlager einfach als so ein Stück Allgemeingut genommen hat. Ne? Das sind oft Texte, die kennt jeder. Die kennen viele Generationen noch, weil sie, das gilt zum Beispiel für dieses eine sehr problematische Lied, wo ich ja auch drüber spreche im Programmheft, über die Feature. Wobei, das wird ja gesungen, das wird gar nicht eingespielt. Das sagt einer, das wird nicht eingespielt, das sagt einer von den Männern. Mhm. Und das ist eben ein Lied, das gehört sozusagen zu Exotismus eigentlich. Ja, das war so ein Exotismus und auch ein Eskapismus. Ne? Man träumte sich in eine angeblich idyllische, unangetastete paradiesische Situation, die es auf den Fidschi-Inseln zu der Zeit auch schon nicht mehr gab, weder in den 30er Jahren noch heute. Und die benutzt dieser Mann eben, um sich sozusagen wegzuträumen aus dieser ganzen Geschichte da auf der Bühne. Wo befinden wir uns auf der Bühne? Die Bühne ist ein Einheitsraum. Ist das diese berühmte Burg oder was ist das? Nein, das ist einfach ein riesiger, großer Raum mit vielen, vielen Stühlen. Und dahin kam man, da steht ein Piano. Ich würde sagen, das ist so eine Art Café, so ein Aber es gibt auch eine Bühne mit einem Vorhang. Es gibt da hinten, genau, das ist wie eine Aula eigentlich. Ja, so, genau. So muss man sich wohl vorstellen. Da ist ein Vorhang und da ist eigentlich eine Bühne dahinter, die nicht benutzt wird. Und ein Klavier steht auf der Seite und die Stühle sind aufgereiht und man wartet da eben. Im Grunde genommen ein bisschen auch wie Tanzstunde natürlich. Ne? Man wartet, aufgefordert zu werden von denen. Tanzstil, genau. Ja, und auch dieses Wartende, was dann so ein bisschen zu so einem Lauern wird. Das, ne? Wann kommt einer, wer kommt und wie geht das dann weiter? Das ist auch ein ganz wichtiges Element. Und die Musik, wie ich eben gesagt habe, Schlagermusik ist ganz wichtig und dann diese Tangos der 30er Jahre, die eben alle, so wie sie da gesungen werden, also egal ob das ist, gnädige Frau, sie sind ja so schön, also diese ganzen sehr schmeichelnden, einschmeichelnden, falschen Töne, die da drin sind. Ja. Da geht es immer darum, die Frauen werden unglaublich verehrt und so in Wirklichkeit natürlich gar nicht. Ne? Sondern das ist alles, gehörte zur Unterhaltungsindustrie der 30er Jahre. Ja, das war auch dazu. Pina, diese Untersuchung des Zwischenmenschlichen, das war ja ihr Stoff. Und also ich werde nie vergessen, als ich Kontakthof zum ersten Mal gesehen habe, da hatte ich schon viele Stücke von zum Beispiel Christoph Marthaler vorher gesehen. Ja. Und da dachte ich, wow. 78, sie nimmt alles vorweg, also Anna Fibrock-Atmosphäre, bei Marthaler ganz oft, ne, Murks und so. Das gilt für so viele. So viele Einflüsse, Für ihre ganze Diversität im Ensemble, die ja nicht nur eine war, wo es ums Exotische ging, sondern tatsächlich darum, Figuren, Menschen kennenzulernen aus ganz anderen Kontexten, aus kulturellen, mit ganz anderen kulturellen Hintergründen, mit einer anderen Biografie, mit unterschiedlichen Erfahrungen. Dann natürlich auch, wenn man sich anguckt, wie Macbeth gebaut ist, oder so, das war wegweisend, wirklich auch fürs Theater der kommenden Jahrzehnte. Ne? Wie sie die Texte auseinandergenommen hat, alle zerlegt hat in einzelne Motivstränge. Und dann ist eben jeder der Mörder, jeder ist Macbeth, jeder ist Lady Macbeth. Alle sterben, alle sind Opfer. Es gibt keinen drin und keinen draußen. Es gibt einfach nur diese Gruppe von
Menschen, die vor Verzweiflung um sich schlägt und nicht mehr weiß, worauf sie eigentlich schlägt und eigentlich auch nicht mehr da sein will, wo sie ist. Ne? Die Frauen sagen immer, heb mich fort. Sie wollen nicht an dieser Stelle sein, wo diese ganzen schrecklichen Dinge passiert sind. Also die hat einfach schon sehr, sehr früh, glaube ich, gerade auch formal unglaubliche Vorgaben gemacht für das Theater. Und deswegen war es für mich, als ich damals als Intendant berufen wurde, mein erster Anruf bei einer anderen Tanzkompanie war beim Tanztheater Wuppertal, weil ich ganz klar gesagt habe, ihr müsst regelmäßig nach Ludwigsburg kommen. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt diese Produktion quasi als Einstieg haben und wir setzen das ja dann mit Sacre fort, mit der neuen Inszenierung Common Grounds und dem Sacre von. Willst du kurz darüber was sagen? Das war, ich war in Madrid vorige Woche am Freitag und das wurde dort im Teatro Las Arenal, wurde das uraufgeführt jetzt, diese neue Fassung, muss man ja sagen, die ist anders natürlich. Klar, die Tänzer alle aus Afrika. Ja, die Tänzer sind alle aus Westafrika und es ist auch kein Ensemble, sondern die wurden ja alle mit Auditions gecastet und Julian Endicott und Jorge Menta und noch einige andere, auch Jüngere aus unserem Ensemble, die ich extra auch mitgeschickt habe, damit sie lernen, auch mit diesem Erbe umzugehen immer mehr. Also Chalash Ermis und Dieter Yasfi waren dort und haben mit den afrikanischen Tänzern gearbeitet und kamen unglaublich erfüllt und begeistert zurück. Und das war ein Riesenerfolg. Und sie tanzen das ein bisschen anders, weil sie aus einer anderen Schule kommen natürlich. Aber das Tolle ist ja, dass so ein Werk einfach, wenn es eine gute Choreografie hat und eine fantastische Musik, dann kann es sich auch verändern. Und dann verändert es sich natürlich letztlich auch durch die Tänzer, die es tanzen. Das war Pina sehr bewusst. Die hat ja immer wieder neue auch in ihrem Ensemble aufgenommen und hat auch immer gesagt, auf die Fragen, ich erinnere mich an ein Interview mit Elisabeth Fischer in Venedig, wo Elisabeth fragt, wie ist das denn, wenn jemand anderer dann eine Rolle machen muss? Und sie sagt, naja, das ist ja eigentlich Alltag, ne? wenn jemand krank wird oder wenn jemand mal nicht da ist oder so, dann muss ja immer jemand Neues rein. Und für sie war diese Veränderung, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Ja. Das ist oft so in journalistischen Gesprächen ein Problem. Aber sie hat das, glaube ich, als was ganz Normales wahrgenommen und hat auch durchaus geliebt, dass es dann immer wieder Veränderungen gab, mit denen sie umgegangen ist. Ich meine, das ist ja auch deine Rolle als Intendantin an der Stelle, quasi im Geiste von Pina dieses Erbe, die Tradition in die Zukunft zu tragen. Also einerseits Gegenwart zu kultivieren und nicht die Asche anzugehen, sondern das Feuer am Lodern zu halten. Ja. Das ist ein schöner Satz immer noch, der stimmt auch immer, einfach immer noch. Und vielleicht gibt es uns mal so einen Blick in die Zukunft, wohin denkst du, sich hinentwickeln? Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich nur 2,5 Jahre bleibe, jetzt bleibe ich 3,5. Ja. Und ich habe natürlich mir versucht, auch für diesen kurzen Zeitraum zu überlegen, wohin will ich eigentlich. Und ein Teil ist natürlich, die Kompanie so kennenzulernen, dass ich auch weiß, was braucht sie eigentlich jetzt. Und ich denke, die Kompanie braucht dringend einen Künstler, der immer mit ihr arbeitet. Entweder einen in Residence oder auch einen, der das Ensemble leitet und dann vielleicht noch eine zweite Figur wie mich dabei hat, die kuratorisch tätig ist und die diese ganzen vielen Aufgaben, die wir sonst noch haben, die Zusammenarbeit mit der Stiftung, die Vorbereitung des Pina Bausch-Zentrums, sehr viele Transition, personalpolitische Entwicklungen. Ne? Weil dass ich die noch auf den Weg bringen. Dass ich das alles auf den Weg bringen kann und das habe ich auch gemacht. Und was die Kreationen angeht, die ich ausprobieren wollte, auch ich habe natürlich versucht, mit Leuten zu arbeiten, die ich kenne, auch einfach, weil ich nicht jemanden auf das Ensemble loslassen wollte, wo ich dann nachher feststelle, dass das funktioniert überhaupt nicht. Richard Siegel wird der Nächste sein. Ne? Genau, und das durch Corona ist das jetzt natürlich verschoben. Wir können nur noch zwei Produktionen machen. Das eine ist Rainer Beer, der aus dem Ensemble kommt. Ja, toller und Tänzer. Der hier der ein fantastischer Tänzer ist und der eben auch immer choreografische Ambitionen hatte, aber nie die Chance, tatsächlich mal zu Hause in diesem Ensemble ein großes Werk zu machen. Und das hat er jetzt getan, das kommt im Januar raus. Und Richard Siegel, mit dem ich ja viele Jahre in München gearbeitet habe, macht eine Produktion, die wir jetzt in Leverkusen im Forum zeigen müssen, weil nach Corona dann die nächste Katastrophe ja kam, nämlich das Opernhaus in Wuppertal unter Wasser stand und die ganze Untermaschinerie ist kaputt. Das heißt, wir können da im Moment nicht spielen. Ja, umso besser ist das auch dieses Werk hier in Ludwigsburg. Fantastisch, wir können das hier proben und dann mit deiner Vorbereitung ja auch sogar 2 Tage auf der Bühne sein und wirklich in Ruhe hier auch das war mir auch wichtig, das ist ganz wichtig, wenn man ein Stück länger gelegen hat und viele neue drin sind, dass man auch ein bisschen Zeit auf der Bühne hat, einfach und sich da eingewöhnt in diesen Raum und in diese Atmosphäre. Also insofern hoffe ich, dass das jetzt Mittwoch dann toll über die Bühne geht. Davon bin ich überzeugt. Und deine Erwartungen erfüllt werden. Ja, ich meine, wir lassen uns beschenken von dem Werk, von diesem ewig gültigen, tollen Stück.
Stück. Vielleicht nochmal, wenn wir nochmal auf Kontakthof kurz blicken, unter den ganzen sehr sich verstärkenden Debatten. Pina Bausch hat ja immer schon mit diesem Geschlechterkampf sich beschäftigt. Ich war damals, als ich 7 Todsünden gesehen habe, der zweite Teil, Fürchte dich nicht, ist ja wie ein Vorgriff auf MeToo, ne, ja, dieser Missbrauch. Ja, ja. Auch hier haben wir eine Szene, wo eine Frau von Männern so bedrängt wird und ja, mehrere Momente, wo es darum geht, wie würdest du das bewerten, auch gerade wenn wir auf solche Stücke schauen, aus, mit heutigem Blick, auch unter kultureller Aneignung, Rassismus etc., da werden die Werke ja nochmal ganz anders aktuell, findest du nicht? Das ist richtig. Und ich denke bei Pina tatsächlich, obwohl ich mich an keinen einzigen Text darüber erinnern kann bis jetzt, dass gerade diese Beziehung zwischen Männern und Frauen, also Sexualität, Erotik, auch die perversen Spielarten davon, dass ihr das sehr vertraut war, dass sie das sehr oft, dass das ein Thema war, was sie wahnsinnig umgetrieben hat. Und ich denke, das hat damit zu, ich meine, wenn wir die ersten Stücke angucken, jetzt kommt die Macbeth vor, ne? Wenn man richtig die Szenen auf dem Sofa, ne? Der Mann, der da sitzt und die Frau und der Frau die Beine auseinanderklappt und sagt, klar, Gott, bist du schön, aber so brutal und so. Mhm. Also da sind in jedem Stück sind solche Szenen, in manchen mehr, in anderen weniger. Und ich denke, ich erkläre es mir so, dass sie tatsächlich ja in Solingen unter diesem Tisch gesessen hat, immer in der Kneipe ihrer Eltern. Mhm. Und ich denke, sie hat wahrscheinlich viele Dinge gesehen, die man da sieht eben. Ne? Da sind Menschen betrunken, da sind Pärchen, die sich streiten, da geht es zur Sache. Und unter dem Tisch auch, ne? Ja, also weiß, das war so eine voyeuristische Perspektive, genau, ja auch für sie. Und ich denke, das hat sie sehr geprägt und dieses Thema, zwischen, wie es zwischen Männern und Frauen zugeht, das ist ein Lebensthema gewesen, das sie immer wieder bearbeitet hat und eben in den 70er Jahren wahnsinnig ruppig und brutal und radikal. Mhm. Also auch wenn man an Blaubart denkt, ich meine, das ist nun der Frauenmörder sozusagen in der Literaturgeschichte und in der Operngeschichte. Und diese Themen, die sie sich da genommen hat, die waren schon wirklich, die gingen einem schon unter die Haut. Ne? Und ich glaube, dass das heute was ist, ja, wie du sagst, MeToo ist ein Thema, ein kompliziertes Thema auch. Und man muss natürlich auch immer gucken, es gibt, gestern gab es ein sehr gutes Interview von Raue über woher sozusagen die Anfeindungen gegen die Kultur kommen, die Gefahr einmal von rechts, aber eben auch von diesem Gefühl, man muss jetzt aus jedem Stück alles rausstreichen, was irgendwie nicht mehr politically correct ist, statt zu überlegen, warum ist das denn da drin? Hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Ne? Ist die Tatsache, dass man Othello nimmt, einen Schauspieler, der sich schwarz anmalt, weil er nicht schwarz ist das dasselbe wie Blackfacing? Oder muss man da vielleicht differenzieren? Dass es da eine Empfindlichkeit gibt, ist vollkommen klar. Und zwar gerade von denen, für die Blackfacing ein Teil ihrer Geschichte ist und einer sehr schmerzlichen Geschichte. Aber trotzdem muss man natürlich bei all diesen Themen, auch bei MeToo, immer noch gucken, dass man nicht Vorverurteilungen macht und dass man nicht sofort aufschreit und sagt, das geht alles nicht mehr, ne? Das kann man alles auf der Bühne nicht mehr zeigen. Mhm. Wenn es Teil des ästhetischen Produkts dort ist und der Aussage, kommen wir wieder zurück auf Fidschi, und dieses Lied, ne, der sagt das ja nicht, weil irgendeiner von uns dächte, dass die Fidschi-Inseln tatsächlich so richtig beschrieben sind, sondern er macht das und auch kommt im Stück vor, um diesen Menschen in seiner Situation zu charakterisieren, mit seinem ganzen Irrglauben und seinem eskapistischen Versuch, irgendwo hinzugehen, wo es viel schöner ist als hier, ne, weil er da nicht mehr zurechtkommt. Und da, denke ich, müssen wir auch als Künstler und als Gesellschaft und auch als Verantwortliche für Stücke und für Programme, müssen da sehr gut aufpassen, nicht vorauseilenden Gehorsam zu leisten und immer gleich zu sagen, oh Gott, das will, dann wird das gestrichen, ne? Das kann alles nicht mehr sein oder der Künstler darf nicht mehr auftreten. Ich finde das sehr problematisch und finde, wir müssen da ganz, ganz stark im Dialog bleiben, um das nicht in die falsche Richtung zu bringen. Also, wir freuen uns, dass ihr hier seid. Ja, wir freuen uns auch. Wünschen euch eine tolle Zeit in Ludwigsburg. Danke, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank für die Einladung.